Ich bin der Letzte der Horadrim. Das konnte ich nicht immer von mir behaupten. Tatsächlich hätte Diablo vor seiner Schreckensherrschaft aufgehalten werden können, hätte ich mich den horadrischen Lehren früher verschrieben. Das dürft ihr nicht glauben. Als die ersten Anzeichen auftraten, blieb ich tatenlos. Ich tat die alten Erzählungen als Gewäsch ab. Und Tristram, nein, die ganze Welt musste für meine Überheblichkeit zahlen. Ich habe mich bemüht, meine Verfehlungen wieder gut zu machen. Lea und ich haben ihr gesamtes Leben lang die Welt durchstreift, um Teile der Prophezeiung der Endzeit zu sammeln. Wenn ich sie entziffern kann, werden wir den Schlüssel zur Zerstörung der Herrscher der Hölle in Händen halten. Ihr und Lea scheint einander sehr zugetan. Ich weiß nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte, hätte ich sie nicht großgezogen. Oh, es muss für Lea schwer gewesen sein, einem alten Mann zu folgen, auf seiner wahnwitzigen Suche nach den Geheimnissen, die Herrscher der brennenden Höllen zu vernichten. Doch obwohl sie so manches gesehen hat, glaubt sie noch immer nicht ganz an meine Aufgabe. Es ist verständlich. Sie hat noch nie etwas wie Diablo und seine Brüder gesehen. Jetzt ist er eh schon so alt, der Deckard Cain, ne? Also war er auch schon in Diablo 2. Und das ist jetzt nochmal 20 Jahre später. Also ist sein Bart noch länger. Krass. Die Prophezeiung der Endzeit steht in den horadrischen Folianten geschrieben, die mir von meinem Vorfahren Jared Cain überlassen wurden. Diejenigen, die ihren Sinn erkennen können, sehen in ihr eine Warnung vor der endgültigen Invasion unserer Welt durch die Hölle. Geschrieben wurde sie von vielen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Weltgeschichte und in verschiedenen Teilen Sanctuarius. Alle bekannten Versionen der Prophezeiung sind unvollständig. Ich habe die letzten 20 Jahre versucht, sie zu vervollständigen. Ich bin gewiss, dass in ihr die Antwort darauf zu finden ist, wie die Herrscher der Hölle besiegt werden können. Diablo trieb Leoric in den Wahnsinn? Leoric leistete der Besessenheit durch Diablo Widerstand. Doch die Anstrengungen schwächten und verwirrten ihn. Als sein Sohn Albrecht entführt wurde, um als Gefäß für Diablo zu dienen, verlor er endgültig den Verstand. Und nachdem er zum Skelettkönig wurde? Er befehligte eine Armee der Toten tief im Inneren der Kathedrale und diente nun dem Herrn des Schreckens, dem er sich lebendig noch widersetzt hatte. Viele Abenteurer hatten versucht, den Skelettkönig zu besiegen und dabei versagt. Es war Aiden, Leorics ältester Sohn, der das Monster tötete, zu dem sein Vater geworden war. Halt, hier mal zum Händler, gell? Gehen wir mal zum... Sachen ausgegraben, die du dir anschauen solltest. Von Osten soll ein König kommen. Seine Herr. Immer diese Propheten. Ja, besser wie Proleten. Ja, ja, du musst mir aber versprechen, dass egal was ich dir verkaufe, du sehr gut darauf aufpassen wirst. Was? Es kostet 1,4. Uhu.
Der sieht halt echt gut aus. Aber der kostet auch wieder so verdammt viel. Und ich finde doch eh mal irgendwann. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen die Verletzten zu versorgen. Was? Heute Morgen war sie schon wieder dabei, die Tore zu verteidigen? Was treibt dieses Mädchen nur an? Nettes Mädchen. Habt ihr gehört? Der alte Rumford hat unsere Ration halbiert. Wie sollen wir kämpfen, wenn wir hungern? Der Rest der Stadt ist auf Viertelrationen, einschließlich meiner Frau. Aber du kannst ja den Dienst quittieren, wenn du möchtest. Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorics zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Es ist zwar bedauerlich, aber es muss getan werden. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Ihr glaubt wohl, so eine Art Held zu sein. Hier, um uns alle zu retten. Na ja. Ich soll den anderen folgen, aber ich gehe sowieso immer dahin, wo ich eigentlich nicht hin soll. Ein Fährmann. Doch die Fähre nach Wortham steht still. Wir können bei all diesen Ereignissen niemanden übersetzen. Kein Ding. Gibt eh viel genug zu tun hier. Hey, komm her. Hi. Natürlich mache ich auch mal Geschäfte mit zwielichtigeren Gestalten, aber die Ersparnisse kommen dir zugute. Kostet alles viel zu viel, mein Lieber. Dieses Tor ist auf Befehl des Hauptmanns verschlossen. Gut, da musst du mich auch nicht rauslassen. Gehen wir mal in den Keller der Verdammten hier. Jetzt habe ich die Tür verpasst. Hier. Ui. Freunde! Es tut mir leid. Es muss getan werden. Und da steht dann auch noch die Frau von ihm. Ja, meine Liebe, bitte vergib mir. Hilf mir! Oh je. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Eamon. Hedrick, ich brauche eure Hilfe. Ich muss Leorics Krone finden. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Weglagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Okay. Halt, Fertigkeiten, da wollte ich hin. Ich habe neue Fertigkeiten bekommen. Oder auch nicht. Wut. Wird auf Stufe 19 freigeschalten. Ups.
Ich wollte noch lieb fragen, ob ich es öffnen darf, aber dann ging das von alleine ganz schnell. Oh, da geht schon los. Wow, was sind das für. Was ist das für ein Ding? Ich bin schwer verletzt. Ja. Krass. Ich hätte mich jetzt fast sofort gleich umgebracht, hey. Das ist so verwirrend, weil. Dass das so ein Balken ist unten, weil eigentlich im Spiel ist es ja auch so eine Kugel wie links, meine Wut angezeigt. Und wenn das dann runtergeht, da sehe ich nicht gleich, dass dann die Energie zu Ende ist. Nicht genug Wut. Haut ab. Mir kommt gleich gerade, vielleicht wäre das die Fähigkeit Spalten besser. Gerade. Ja, kotz nur. Ich kotz gleich. Oder wie Severus Snape so schon sagt, man möchte brechen. Da huscht sie einfach dann mal so aus dem Baum raus. Nicht quer durchgegangen, ne? Durch die Karte. Nee, nicht mal. Das ist ganz übersichtlich. Da hinten ist eine
irgendeiner Dungeon. Ich sehe tote Menschen. Ich brauche Wut. Wo führt eigentlich der Pfeil da jetzt gerade hin? Habe ich da was vergessen? Hätte ich noch wohin sollen? Dies muss der Lehrling des Schmieds sein. Hedwig sollte von seinem Schicksal erfahren. Aber der hat eine coole Schärpe hinterlassen. Gut. Man lässt trotzdem Monster übrig, auch wenn man da schon mal war, ne? Folgt mir. Die verlieren aber dann irgendwann das Interesse, die folgen mir nicht ganz. Wäre schon praktisch, wenn ich alle Gegner hinter mir herziehen könnte, dann einfach jeden so nacheinander so abschlachten. Das ist wohl das richtige Wort. Da habe ich wieder irgendwas eingesammelt. Oh, du lebst noch. Da habe ich jetzt eine tolle Falle freigeschalten. Mehr Wut. Und du auch noch. Bist du dann zum Schluss beim Anblick dann gestorben von mir? Nicht genug Wut. Leg, was ist denn das für eine Falle? Noch nicht bereit.
Massaker, 32 Monster. Ab. Boah, den habe ich jetzt einfach weggestampft, oder wie? Ohne, dass er platzt ist. Oder hat er sich einfach weggebeamt? Na, von diesen Aasfressern habe ich Angst. Haben vorher schon so krass hergeschaut. Oh! Haut ab! Ich brauche mehr Zeit. Da, deswegen Angst, ja. Krass. Öha. Ja, Stufe 7. Überraschung von hinten. Ich will jetzt mal eine bessere Waffe bekommen. Oh, ich bin ein Grabräuber. Wahrscheinlich, weil ich wirklich so viele Dinge jetzt zerstört habe. Da kommt er gegrabbelt. Kannst du wieder zurück? Weg ist er.